Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing, zu einem neuen Unboxing. Es ist wieder fast zwei Jahre her. Vodafone hat mir ein geiles Angebot gemacht. Ich habe meinen Vertrag verlängert. Also bei dem Angebot konnte ich halt nicht nee sagen. Ich habe jetzt den neuen Red M. Muss mal gucken, ob das hier irgendwo steht. Die wollen das jetzt auch aktualisieren, weil da war ein Fehler im System bei mir. Achso, ich hoffe, die buchen den Euro ab für das Handy und ich muss das nicht überweisen. Moment. Wo sind wir da? Meine Frau hat sich mit dem Messer in der Hand gestochen beim Brötchen schneiden für die Kleine. Also für das Armbrot. Hat jetzt einen Druckverband, haben wir ihr jetzt gemacht. Zum Arzt will sie nicht, weil sie ist ja Krankenschwester. Sie weiß selber, was besser ist und sie reicht sie aus. Und dann kannst du diskutieren, wie du willst. So, wir kommen jedenfalls weiter. Ich habe die 128 GB Variante. Versandkosten. Ich habe auch einen Vodafone Pass. Ich hab ja schon die 5G Variante. Also 5G habe ich auch noch dazu. Gutschein für 10% Rabatt. Ne, 10 Euro Rabatt. Ich habe auch irgendwie Spotify für 3 Monate jetzt gekriegt beim Verlängern und was weiß ich alles. Huawei FreeBuds 3, 179 Euro. Ach, guckt euch das an, die machen wenigstens noch. Guckt euch das an, die Huawei FreeBuds oder wie die heißen. Das sind wenigstens noch Kopfhörer, nicht In-Ears. Aber 179 ist mir dafür auch zu fett. So, nichtsdestotrotz kommen wir jetzt erstmal zum Unboxing und gucken uns mal an, was da jetzt im Paket alle drin ist. Ach Gott, wenn der das jetzt hier mal machen würde, wäre das natürlich ganz cool. Huawei P30 Pro. Ich wollte eigentlich gar nicht Quad-Kamera, ich mit Leica zusammen. Ich wollte eigentlich gar nicht so ein großes haben, ehrlich gesagt. Aber jetzt irgendwie meine Augen und Alter und irgendwie habe ich mich durch das Honor so an den großen Bildschirm gewöhnt, dass ich sage, naja, gut, nimmst du den großen. So, und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Ich hoffe, dass da auch wieder so ein Case mit bei ist, so ein Gratis-Teil. Ich habe auch schon Linsen für die Kamera bestellt, also so Sicherheitsglas für die Kamera bestellt, Panzerglas für vorne und eine Lederhülle. Weil ich nicht wusste, ob hier eine Hülle mit bei ist. Das werden wir jetzt gleich uns angucken. Ich habe die blaue Variante, ich habe den Namen vergessen. Sieht denn nicht geil aus? Ja, hab's auch in schwarz und so, aber ja, Hülle kann ich immer noch drum packen, habe ich gedacht. Und deswegen können wir da ruhig auch was anderes nehmen. So, wir haben dann hier wieder Bedienungsanleitung logischerweise mit bei. Brauchen wir nicht. Wird überbewertet. Eigentlich alles selbsterklärend. So, wartet. Hier ist wieder eine Nadel mit bei, dass wir halt die SD-Karte, die SIM-Karte rausnehmen können. SD-Karte ist jetzt, das ist das Einzige, was mich an Huawei momentan abfuckt, dass die mit NM-Karten arbeiten. Die sind arschteuer. Und ja, aber ich habe 128. Pff, ja, von mir aus. Okay. Dann wieder ein Highspeed-Ladegerät. Ja, das werde ich dann im Wohnzimmer, habe ich ja, da ist es mir egal, ob es schnell oder langsam ist. Das mache ich mir dann im Schlafzimmer hin oder ich hebe es mir halt auf. Ich habe ja noch vom anderen, vom P10 habe ich das ja noch im Schlafzimmer. Dann natürlich auch wieder in USB zu USB-C Kabel zum Laden, logischerweise. Und, oh, guckt euch, darauf habe ich mich gefreut. Schöne Kopfhörer, für die Aufnahme ist das wieder gut. Da kann ich dann wieder hier vorne einen Kragen drin machen, das Mikrofon geht. Weil meine Huawei-Kopfhörer, die kennt ihr ja vom P10, die wir bis jetzt immer genommen hatten. Hier sind sie. Die vom P10 sind das. Leider hat es die jetzt beim Sturm entschärft, da ist Wasser reingekommen oder irgendwas dergleichen. Jedenfalls hat es die entschärft und wenn ich die dran habe am P10, ist der Ton echt miserabel. Deswegen ist es ganz gut, dass wir da was Neues haben. So. Mehr ist hier auch nicht drin.
Müssen jetzt nur gucken, wie wir jetzt an diese Nadel rankommen. Müssen wir vielleicht doch mal hier machen. Ach, die ist hier oben. Okay. Ach Gott. Hier haben wir die Nadel, die brauchen wir nämlich gleich. Ja, mehr ist hier halt nicht drin. Wir haben ein Highspeed-Ladekabel, ein Highspeed-Lade-Wandadapter, Kopfhörer, Bedienungs... Ja, also da finde ich jetzt echt schade, dass beim P10, was damals ja auch eigentlich so ein High-Class-Teil war, da war wenigstens noch ein Case mit bei, so ein durchsichtiges, also kein High-End-Case oder so, aber wenigstens ein durchsichtiges Case, damit das hier, das habe ich immer noch drum. Ja, das war gleich mit bei und das fand ich halt toll. Das macht es halt ein bisschen dicker und dadurch festet sich halt ein bisschen besser an. Finde ich echt schade, dass Huawei da jetzt in dem Punkt nachgelassen hat. Das ist echt schade. So, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen halt logischerweise noch. Das ist das Huawei P30 Pro. Das gucken wir uns dann gleich an. Da werden wir dann gleich im... Obwohl, Unboxing gehört ja noch dazu, dass wir das jetzt hier mal abziehen. Irgendwie. Hoppala. Oh, da geht schon an. So, ich heb die immer auf. Frag mich nicht, warum. Ich heb die immer auf. Die kommen auch wieder. Von meinem Huawei P10 habe ich es auch noch. Startet mit MUI. So, müssen wir hier, können wir hier schon mal Deutsch sagen. Deutsch. Willkommen, Deutsch starten. Deutschland, weiter. Ich akzeptiere die Lizenzvereinbarung. Überspringen. So, und wir haben jetzt hier Huawei Cloud Backup, Google Cloud Backup, iOS, Android-Gerät. Wir machen Android-Gerät, zustimmen. So, zulassen, 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 zulassen. So. Und jetzt zeigt er uns das hier an. Und das müssen wir jetzt einfach mit unserem Android-Gerät ja, verbinden. Und dann sollte das, kann ich euch auch mal zeigen, weil viele fragen immer. Und dann machen wir natürlich einen Hands-on, dann, wenn es dann soweit fertig ist, mit einrichten. Ich gehe jetzt einfach, also die gibt, bei mir ist es schon drauf. Bei euch kann es sein, dass es nicht drauf ist. Das könnt ihr euch ganz normal im Google Play runterladen. Clone My Phone heißt das Ding oder so. Hier, Phone Clone. Das ist da unten, das da. Phone Clone. Da. Da gehen wir rauf. Zustimmen. Ja. Das ist das alte Telefon. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur das kopieren. Seht ihr das? Die verbinden sich jetzt. Was jetzt nicht klappen wird. Ich will es euch halt nur mal zeigen. Weil ich habe noch keine Internetverbindung mit dem anderen. Ultraschnell. Doch, funktioniert auch ohne Internetverbindung. Okay. So. Mit dem alten Gerät verbunden. So, was wollen wir sichern? Jetzt fragt er mich, was ich sichern will. Kontakte, Nachrichten, Anrufliste, Notizen, Aufnahme, Fotos, Musik. Ich sag natürlich alles, auch Videos. So, alles. Videoelemente ist jetzt grau bei mir, weil 0 ist. Systemeinstellung will ich auch. Apps und Daten will ich auch. Also ich will komplett alles sichern. Weiter. Auswahl. Alle. Zack. So, dauert jetzt kurz 4 Sekunden. Vorbereitung. So, Datenübertragung wird in Kürze. So, jetzt scannt er. Also der scannt jetzt praktisch das komplette Telefon. Ja. Verlassen Sie den Bildschirm nicht. Ja. Und jetzt überträgt der hier komplett 225 Nummern, 1469 Nachrichten. Ich habe noch Nachrichten drauf auf meinem Handy von... Ich mach mal so. So.
Ich habe noch Nachrichten auf meinem Huawei, die sind noch von meinem Samsung, die ich mit Klonfon übernommen habe. Die sind 10, 15 Jahre alt. Ich habe da nicht viel gelöscht. Ich habe damals auch Kalender, musste ich alles von Hand eigenständig viel löschen, weil da war so viel drin. Auch Telefonnummern. Ich habe da Nummern, die sind ja nicht mehr aktuell. Ja, und jetzt seht ihr, das, wir haben dann teilweise so einen Haken und dann macht er. Ja, also ich brauche jetzt nichts machen, ich lege die jetzt hier einfach nur nebeneinander. Das P30 sagt mir jetzt schon, Anrufliste, 2000 Elemente übertragen, sind 1,8 MB, Notizen sind, Aufnahmen sind noch nicht da, da bitte warten. Kalender, Fotos, Musik, Dokumente, Systemeinstellungen. Und das Geilste ist, ich habe für meinen Huawei P10 ein neues Thema gekauft. Also wenn ich das jetzt... Achso, das seht ihr jetzt nicht. Ich habe ein neues Thema gekauft. Also du kannst ja Themes kaufen, dass das Handy bestimmt aussieht und die Ordner und die Icons, dass die alle speziell aussehen. Dieses ist kompatibel mit meinem Honor 8X. Das ist aber auch kompatibel mit dem Honor 20 Pro. Habe ich gerade einen Test hier. Den Unboxing habe ich schon gemacht und so. Da will ich demnächst noch den Hardware-Check machen. Also mein Fazit dazu jedem, das habe ich jetzt eine Weile benutzt. Deswegen sage ich, ey geil, P30, jetzt nimmst du das, jetzt ist die Zeit. Und das ist halt, du hast dein Huawei-Konto und da, wenn du dir das Thema kaufst, das ist halt auf dem einen so wie auf dem anderen. Es kann halt sein, dass einzelne Elemente nicht kompatibel sind. Also ich habe, oh Scheiße, lasst mich überlegen, ich habe, boah, zwei Themen gekauft und von den Gratis-Themen habe ich installiert gehabt fünf oder sechs. Von diesen fünf oder sechs gehen zwei nicht auf dem HANA 20 und zwei oder drei gehen nicht auf dem HANA 8X. Sonst sind sie alle kompatibel, auch die gekauften. Das Einzige, was ich habe, dass die Notch, also, Quatsch, die Notch. Die Bar, wenn ich die hier runterziehe, hier ist es, die war mal, jetzt ist es so leicht bläulich. Die war mal richtig schön kräftig blau. Also alles schwarz und die Icons waren kräftig blau. So wie von der PlayStation, die Powerleuchte, wenn sie angeht, also diese blau. Gab es nicht mehr. Das ist irgendwie nicht mehr, auch für das PC mit dem Software-Update nicht mehr kompatibel gewesen. Da hoffe ich, dass da noch was kommt. Also da muss ich nochmal durchgucken, dann kaufe ich mir auch noch ein Thema oder so ein schönes. Aber sonst sind die alle kompatibel. Ich habe meinen eigenen Ordner, so kupferfarben und so was alles. Die Schrift und das wird ja alles übernommen. Das Einzige, was mich halt beim P10, warum ich jetzt unbedingt vom P10 weg wollte, weil ich weiß es nicht, seit dem Update von MUI 9 Punkt noch was oder so, ich habe ja auch hier schon Android 9 drauf, habe ich das Problem, dass immer wenn ich in Nachrichten, in WhatsApp, in Telegram, im Browser, in E-Mail oder was weiß ich irgendwo drinne bin und gehe raus zum Hauptbildschirm, vibriert der jedes Mal. Oder ich lege einen Anruf auf, gehe aus WhatsApp raus, der geht mir auf den Sack. Ich habe schon alles probiert auszuschalten. Es ist aus, was aus sein konnte. Ich habe nur das haptische Feedback an, dass wenn ich eine Taste drücke, dass es vibriert, aber nicht, dass es halt, ich habe das auch mal ausgehabt. Das wart aber auch nicht. Also, das nervt mich. Das nervt mich. Ja, ich bin mal gespannt mit der Notch hier, wie das ist. Und das hat ja hier jetzt mit diesen Seitentasten irgendwie. Nee, das hat, meins hat ja noch. Der P30 hat ja noch hier laut und leise an der Seite. P30 Pro. Das war ja der P40, glaube ich. Ja, also ist nicht ganz so schlimm. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, weil ich hatte damals die Samsung Galaxy Edge-Teile in der Hand. Und da bin ich durch meine dicken Hände immer an der Seite raufgekommen. Ja, das ist halt eher von Nachteil. Das ist hier nicht ganz so krass. Das finde ich ganz gut. Das ist so leicht gebogen, aber geht nicht komplett rum. Ich kann euch das mal zeigen. So. So von der Seite, also wenn er so guckt, so geht es so rum. Ja. Also, das ist nicht ganz so extrem. So, ich bin jetzt bei 17%. Ich kann das aber hier irgendwie nicht runterziehen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Muss ich dann später einstellen. Gut, dann muss ich jetzt warten, bis das alles übertragen ist. Und dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Vielleicht schaffe ich es heute noch, das Hands-on zu machen. Wenn nicht, machen wir es morgen. Weil ich muss sowieso noch die Karte tauschen und so. Ich muss jetzt erstmal hoch, Armrot mit der Kleinen.
und den Stream für heute Abend vorbereiten. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.